Hey, ich zeige dir heute die 5 wichtigsten Schritte und Tipps, damit du es endlich schaffst, gesund zunehmen zu können. Versuchst du auch schon lange an Gewicht zuzunehmen, aber schaffst es einfach nicht? Dann bist du hier genau richtig, denn ich werde dir jetzt Schritt für Schritt erklären, wie ich es geschafft habe, über 10 Kilo zuzunehmen und wie auch du es schaffst, gesund zunehmen zu können, damit du dich letztendlich wohl in deiner Haut fühlst. Nach meiner Essstörung habe ich diese 5 Schritte entwickelt und ich habe es tatsächlich geschafft, von 43 Kilo auf 55 Kilo hochzukommen. Ich konnte endlich gesund zunehmen und fühle mich jetzt so gesund und glücklich und vor allem wohl in meiner Haut wie noch nie zuvor. Als ich meine Essstörung überwunden habe vor einiger Zeit, wurde mir schnell klar, dass ich dringend zunehmen sollte und muss, um endlich wieder gesund und glücklich zu werden. Und da kommen wir auch direkt zum ersten Schritt. Und das ist auch die Voraussetzung, damit du diesen ganzen Prozess überhaupt wirklich realisieren kannst. Und zwar, was ist dein Ziel? Wieso genau möchtest du zunehmen? Aus gesundheitlichen Gründen? Wegen deines Aussehens? Wie viel Kilo ungefähr? Du solltest dir dieses Ziel so oft wie möglich visualisieren. Sei es in Gedanken oder auf Papier, indem du Tagebuch schreibst oder vielleicht sogar zeichnest. Kommen wir zum zweiten Schritt und das ist auch einer der wichtigsten und zwar berechne deinen Kalorienverbrauch pro Tag. Wie viele Kalorien genau verbrennst du am Tag? Denn du wirst nur zunehmen können, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du tatsächlich verbrauchst. Dein gesamter Kalorienverbrauch setzt sich einmal aus deinem Grundumsatz und dann noch aus den zusätzlichen verbrannten Kalorien, zum Beispiel durch sportliche Aktivitäten, zusammen. Das heißt, du verbrennst Kalorien die ganze Zeit, beim Schlafen, im Sitzen, beim Nichtstun. Und natürlich verbrennst du ja noch viel mehr Kalorien, wenn du Sport machst. So, und wieso ist das jetzt so wichtig, dass du weißt, wie viele Kalorien du verbrennst? Naja, um jetzt wirklich zunehmen zu können, musst du dir ungefähr berechnen, wie viele Kalorien du am Tag verbrennst. Im Internet gibt es dazu wirklich Tonnen von Tabellen und Rechnern, die dir das alles ausrechnen. Ich verlinke dir eine. Guck da einfach mal rein und schau mal, wie viele Kalorien du so ungefähr verbrennst am Tag. Also, diesen ungefähr berechneten Kalorienverbrauch nimmst du bitte nur als Orientierung, okay? Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Das heißt, jeder verbrennt unterschiedlich viel Kalorien. Deine Freundin verbrennt vielleicht total viele, die andere wieder total wenig. Jeder Mensch ist individuell und jeder Körper funktioniert einfach unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel sehr viel Sport machst, dann läuft dein Stoffwechsel sicherlich auf Hochtouren. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist das vielleicht sogar mal der Moment, ja, dein Sportverhalten zu analysieren, mal nachzudenken, okay, ist das vielleicht sogar zu viel Sport, was ich hier mache? Gerade wenn du schon nach einem Tag Sportpause ein schlechtes Gewissen bekommst. Die Probleme hatte ich nämlich auch lange Zeit. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken. So, da du jetzt ungefähr weißt, wie viele Kalorien du pro Tag verbrennst, geht es jetzt auch an den praktischen Teil und das ist ja eigentlich so der wichtigste Teil. Du solltest mindestens, also wirklich mindestens 300 bis 500 Kalorien mehr zu dir nehmen, als du tatsächlich verbrennst. Erst dann wirst du es schaffen, langfristig gesund zunehmen zu können. Zum einen kannst du eine Kalorienrechner-App benutzen, die vereinfacht dir das Ganze wirklich extrem, da du einfach eingibst, was du am Tag alles isst. Und dadurch, dass du die genauen Mengenangaben eingibst, berechnet dir diese App die Kalorien für deine Mahlzeiten. An alle, die sich aber trauen, mehr auf ihren Körper zu hören und intuitiver zu werden, denen kann ich nur empfehlen, intuitiv essen zu lernen. Denn dein Körper kann dir wirklich sagen, was du brauchst. Und das kann dir keine App und auch keine Tabelle im Internet kann dir berechnen, wie viele Kalorien du wirklich brauchst. Dein Körper funktioniert Tag für Tag anders, glaub mir. An manchen Tagen braucht er einfach mehr Kalorien und an manchen wieder weniger. Das ist ganz normal und du solltest einfach lernen, auf dich selber, auf deine Intuition zu hören.
dieser ganze Prozess dauert nicht nur ein paar Tage oder du wirst über Nacht wach und spürst auf einmal, wow, das benötigt mein Körper. Nein, das ist ein so langer Prozess, wenn nicht sogar lebenslanger Prozess. Da mein Körper wirklich extrem ausgelaugt war, habe ich langsam wieder angefangen, immer mehr zu essen. Besonders wenn man eine Essstörung hinter sich hatte, ist dieser Prozess natürlich total schwer, weil man sich einfach schwer damit tut, Lebensmittel zu essen, die man vorher als ungesund abgestempelt hat. Deshalb, auch das geht nicht über Nacht. Es dauert wirklich Wochen, Monate bis zu Jahre, dass du etwas essen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist ganz normal. Aber du schaffst das. Du musst es einfach nur ganz langsam steigern und versuchen wirklich zu lernen, dass dieses Essen einfach nur Essen ist. Ich habe wirklich wochenlang 3000 bis manchmal sogar 5000 Kalorien zu mir genommen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin 1,58 groß, aber mein Körper war wirklich komplett ausgelaugt und einfach nur am... Ich habe zunächst eine Kalorienrechner-App benutzt, um einfach zu sehen, okay, du isst momentan wirklich noch zu wenig, das sind einfach zu wenige Kalorien, damit du überhaupt zunehmen kannst. Also habe ich so ungefähr 1,5 Wochen diese App benutzt, vielleicht sogar 2 Wochen, um einfach zu sehen, okay, so und so viel Essen am Tag bringt mir so viele Kalorien ein, dass ich einfach ein besseres Verständnis dafür hatte, dass ich ungefähr so und so viel essen muss, damit ich wirklich genügend Kalorien zu mir nehme. Ich habe dann aber nach einiger Zeit wieder damit aufgehört, weil ich einfach Angst hatte, dass ich wieder in diese alten Verhaltensmuster aus der Essstörung komme, dass ich einfach zu viel tracke und kategorisiere und einfach mich zu sehr auf dieses Essen fokussiere, was wirklich nicht gut ist. Deshalb habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema intuitives Essen auseinanderzusetzen und versuche immer noch heutzutage, und ich arbeite immer noch daran, einfach immer ein Stückchen mehr intuitiver zu sein und wirklich auf meinen Körper zu hören. Hast du noch Hunger? Hast du keinen Hunger mehr? So, wenn wir jetzt beim Essen ankommen, stellt sich natürlich die nächste Frage, was soll ich essen? Und ich kann dir sagen, nährstoffreiche Lebensmittel sind dir das A und O. Du solltest dabei einfach so viele nährstoffreiche und vollwertige Lebensmittel wie nur möglich zu dir nehmen. Ich selber habe es erst, seitdem ich mich vegan ernähre, geschafft, an Gewicht zunehmen zu können. Und ich denke, es liegt einfach daran, dass ich schließlich nur pflanzliche Fette und Proteine zu mir genommen habe, die zum einen leichter zu verdauen sind und einfach meine Gesundheit auf ein nächstes Level gebracht haben. Du solltest dabei unbedingt auf genügend ungesättigte Fettsäuren und Proteine achten. Dazu eignen sich am besten Hanfsamen, Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte. Chia und Leinsamen sind zum Beispiel meine Top-Favoriten, die ich mir einfach jeden Morgen mit in den Haferbrei oder in den Joghurt, also Sojajoghurt, unterrühre und mir einfach gleich so eine große Portion an gesunden Fetten, natürlich Proteinen und auch Ballaststoffen liefert. Proteine sind natürlich total wichtig, um deine Muskeln weiterhin aufzubauen. Und da kann ich dir nur Hülsenfrüchte empfehlen, sowas wie Kichererbsen, Kidneybohnen oder Linsen, Soja. Ich esse momentan wirklich zu viel Tofu. Tofu ist wirklich lecker. Früher hat mir Tofu gar nicht geschmeckt, weil ich ihn einfach nie richtig gewürzt habe. Aber auf meinem Blog findest du auch ein so gutes Rezept für einen richtig leckeren, vor allem auch knusprigen Tofu. Und es gibt auch im Supermarkt total leckere, schon gewürzte, geräucherte Tofus, zum Beispiel Basilikum-Tofu oder Mango-Curry-Tofu, und die schmecken alle wirklich gut. Vollkornprodukte, Haferflocken sind bei mir numero uno. Und natürlich auch sowas wie Nüsse, also Mandeln, Mandelmus. Macadamianüsse enthalten wirklich viel Fett, aber das ist genau das, was du jetzt brauchst, um deinen Körper richtig mit Nährstoffen zu überfluten. Kohlenhydrate landen bei mir eigentlich immer ganz von alleine auf dem Teller. Das sind dann eigentlich immer Kartoffeln oder Süßkartoffeln, Nudeln, Vollkornreis, auch normaler Reis, Brote. Einfach all das, was dir wirklich gut schmeckt und dich vor allem sättigt. Also, an alle Leute, die sagen, Veganer essen doch eh nur Gras und Salat und kein Wunder, dass du ein Lauch bist. Ich konnte tatsächlich erst, seitdem ich mich vegan ernähre, wirklich an Gewicht zunehmen und das jetzt auch halten.
weil ich mich einfach so vollwertig und nährstoffreich ernähre durch die ganzen Nüsse und Saaten. Also versuch es einfach. Leg vielleicht mal 1-2 vegane Tage pro Woche ein, falls du noch tierische Produkte zu dir nehmen solltest. Und du wirst definitiv merken, wie gut dir einfach diese veganen Tage tun. Mein letzter Tipp an dich sind mehrere Mahlzeiten am Tag. Während es beim Abnehmen hilfreicher ist, einen möglichst großen Zeitabstand zwischen den Mahlzeiten einzuhalten, ist es beim Zunehmen genau umgekehrt. Mir hat es wirklich sehr geholfen, einfach mehrere Mahlzeiten am Tag zu haben. Dabei habe ich trotzdem meine 3 großen Mahlzeiten behalten, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wo ich meistens um die, sagen wir mal, 800 bis 1000 Kalorien zu mir genommen habe. Und dann halt eben noch kleine Zwischenmahlzeiten, ein paar Snacks. Wie zum Beispiel morgens zwischen Frühstück und Mittagessen vielleicht eine Scheibe Brot mit Mandelmus und ein paar Nüsse oder ein Apfel und Nüsse. Und dann nachmittags nochmal vielleicht ein Smoothie oder ein Stück Kuchen, was selbstgebacken ist vielleicht. Einfach das, worauf du vor allem Hunger hast, das ist wichtig. Versuche wirklich auf deinen Körper zu hören. Das ist einfach einer der wichtigsten Schritte bei diesem ganzen Prozess, dass du lernst, intuitiv auf deinen Körper zu hören. Was genau braucht dein Körper jetzt? Hast du Hunger oder hast du keinen Hunger mehr? Ja, also eigentlich waren das jetzt meine 5 wichtigsten Schritte, die dir definitiv dabei helfen werden, an Gewicht zunehmen zu können. Aber den wichtigsten Schritt habe ich eigentlich bisher außen vor gelassen. Und zwar: Du bist wunderschön, genau wie du bist. Manche Leute, wie eben auch ich damals, wollen aus gesundheitlichen Gründen zunehmen, da sie einfach wirklich zu schlank sind und sich ständig müde fühlen und schlapp und einfach keine Energie haben, weil sie wirklich zu wenige Kalorien bisher zu sich genommen haben. Meistens kommt es durch eine Essstörung, durch Sportzwang, durch solche mentale Herausforderungen. Ich kann dich aber auch wirklich gut verstehen, wenn du einfach zunehmen möchtest, um eine andere Figur zu haben, weil du dir einfach mehr Kurven vielleicht wünschst. Und da ist auch wirklich nichts falsch dran. Weil ich habe selber oft gedacht, okay, eigentlich will ich jetzt nur zunehmen, weil ich meinen Körper nicht so mag, wie er ist. Aber merk dir eins, wenn du dieses Ziel hast, zuzunehmen, und das nur aus den Gründen, weil du jetzt momentan unzufrieden mit deinem Körper bist, dann wird sich das bis dahin nicht wirklich verändern. Auch wenn du sogar dann mehr Kilos auf den Rippen hast, dann wirst du nicht zufriedener sein, glaub mir. Und es war so ein schwieriger Prozess. Ich sag's dir, es ist wirklich nicht leicht, an Gewicht zuzunehmen. Dein Körper verändert sich einfach und du musst damit klarkommen, dass es eben nur dein Körper ist, nur eine Hülle. Deine Freunde und Bekannte lieben dich, weil du eben du bist. Sie mögen deine Eigenschaften. Und dein Aussehen wird nichts daran verändern, ob dich jemand mehr oder weniger mag. Wie schön, dass du bis jetzt noch dabei warst und jetzt bist du dran. Erzähl mir doch gerne, welche Schritte du unbedingt mit in deinen Alltag integrieren möchtest, um dein Ziel zu erreichen, mehr Gewicht zunehmen zu können. Du musst nicht gleich alle 5 Schritte auf einmal versuchen umzusetzen. Fang doch erstmal langsam an und versuch dein Verhalten zu analysieren. Vielleicht zu gucken, wie viele Kalorien isst du momentan am Tag. Vielleicht, wie fühlst du dich beim Essen? Hast du das Gefühl, du setzt dich zu sehr unter Druck? Fang einfach mit kleinen Schritten an und steige dann immer mehr, damit du dich einfach wohl in deiner Haut fühlst. Denn das ist wirklich das Wichtigste dabei. Ich würde mich so darüber freuen, wenn du Teil meiner Community wirst und meinen Kanal abonnierst, damit du auch keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Zu den Themen Achtsamkeit, Yoga und Meditation, alternative Heilmethoden, wie du einfach glücklich, gesund und ausgeglichen, achtsam im Alltag leben kannst. Tschüss!